Hi, in diesem kleinen Video zeige ich dir, wie du Nvidia Shadowplay installierst und richtig einrichtest. Nach dem Intro geht's los. So, bevor wir dazu kommen, das einzurichten, was ist eigentlich Nvidia Shadowplay? Shadowplay ist ein von Haus aus installiertes Aufnahme- und Stream-Programm von Nvidia, was meines Erachtens nach keine Leistung verbraucht. Das heißt, ihr könnt damit Stream aufnehmen, was ihr wollt. Es hat einfach keinen Paketverlust, keine CPU-Auslastung, gar nichts. Wo ihr das Programm runterladen könnt, ist ganz einfach im Internet unter www.nvidia.de. Den Link haue ich auch in die Beschreibung rein, dass es für jeden zukömmlich ist. Voraussetzung ist halt dann auch, dass ihr eine GTX-Grafikkarte habt. In meinem Fall ist es eine GTX 1060 mit 3 GB RAM. Ja, öffnen tut ihr dann das Menü, wenn ihr runtergeladen habt, mit Alt und Z. Dann geht das Fenster auf. Hier könnt ihr zunächst erstmal nur die zwei Sachen ansteuern. Damit ihr auch den Broadcast bzw. das Live ansteuern könnt, müsst ihr hier auf das Zahnrad gehen. Unten auf Datenschutzkontrolle und dies auf Ja machen. Ganz wichtig, weil sonst könnt ihr nicht streamen auf jeglichen Plattformen. Also einfach Ja anklicken, zurück und dann passt das. Was ihr noch machen müsst, ist verbinden mit euren Netzwerken. In meinem Fall wäre das jetzt nur YouTube, weil ich darüber eigentlich momentan nur stream. Weiß es nicht, wenn ihr auch Twitch habt, meldet euch bei Twitch an oder Facebook bei Facebook, ist euch überlassen. Und dann ist es halt noch wichtig, weil, also das neuesten Updates ist es halt so, erstens allein die Audio. Ich hatte das zum Beispiel bei mir so eingestellt, dass es halt, dass ich halt ein bisschen lauter bin, leiser bin, Entschuldigung, als wie der Sound vom Hintergrund. Also zum Beispiel Spiele, Teamspeak, Programme halt, die halt im Hintergrund laufen. Die kann man aber einstellen, wie man möchte. Und man hat, nimmt halt eine einzelne Tonspur. Was ich aber jetzt nicht empfehlen werde, würde. Ja. Broadcast-Einstellungen ist eigentlich auch vielversagend. Ihr auch auf Ja stellt, wenn es auf Nein steht, dann müsst ihr hier einfach euren Ziel-Stream anklicken. In meinem Fall ist es YouTube. Dann könnt ihr hier eure Qualität einstellen. In meinem Fall ist es jetzt benutzerdefiniert in 1080p, 60 FPS. Wenn ihr das zum Beispiel nur auf Mittel habt, ist halt 440p, 30 FPS und halt so weiter. Ich habe es halt auch benutzerdefiniert. Ich habe die Erfahrung gemacht bei der Bitrate. Je höher die ist, desto besser ist irgendwie die Qualität. Also ich habe es irgendwie jetzt erfahren von einem Kumpel her, der das ein bisschen länger nutzen tut, dass wenn die Bitrate jetzt zum Beispiel auf 7 ist, anstatt zum Beispiel auf 15 oder 18, dann tut euer Headset irgendwie so ganz komisch knistern, rauschen, keine Ahnung, wie ich das definieren soll. Auf jeden Fall irgendwie so in der Richtung ist das dann. Auf jeden Fall richtig nervig. Wenn ihr ein Overlay habt, könnt ihr das auch hinzufügen. In meinem Fall könnte ich euch das mal zeigen. Wäre das dieses hier? Das ist halt mein normales Stream-Overlay, weil ich halt auch so überall benutze, was eigentlich auch viele kennen würden. So, öffnen. Dann könnt ihr hier noch Tastenkombinationen einstellen. Ich habe zum Beispiel unten nur eins umgeändert, zum Beispiel dann hier auf Alt. Da halt Layout-Sachen wie Kamera zum Beispiel habe ich bei mir deaktiviert. Kann man eigentlich hier unten hin machen oder hier oben. Kann man die Größe noch einstellen, wie ihr das halt haben möchtet. Dann die Statusanzeige, ob das Stream an ist, ob der pausiert ist oder komplett gestoppt ist. Habe ich auch ausgemacht, das sagt er mir eigentlich immer hier oben. FPS-Zähler braucht eigentlich niemand unbedingt. Also wenn man zum Beispiel über Steam ein Spiel öffnet, hat man eh hier oben vom Haus aus schon FPS-Anzeige. Zuschauer und Kommentare weiß ich jetzt nicht so genau. Zuschauer auf jeden Fall, das wird auch angezeigt. Aber die Kommentarfunktion, da habe ich bis jetzt eigentlich noch keinen Effekt gemerkt. Auf jeden Fall noch nicht im Overlay direkt oder im System direkt. Ja, was gäbe es denn noch so? Benachrichtigungen könnte ich jetzt ans Herz legen, einfach mal alles einstellen, dass ihr da genug Informationen bekommt. Beziehungsweise wenn halt irgendwas nicht funktioniert, dass es angezeigt wird. Verbinden, habe ich schon auch schon gesagt, also dass ihr halt euch verbinden müsst. Ja, wenn ihr halt dann zum Beispiel live spielen wollt, geht einfach hier drauf. Einstellungen, dann könnt ihr nochmal überprüfen, ob hier alles richtig ist. Dann noch speichern. Starten. Jetzt könnt ihr hier halt einen Titel hinzufügen, zum Beispiel Test, dann Stand auf meinen Sender, ist klar, weil tut ja auf euren Kanal übertragen.
Dann steht hier euer Kanalname halt, in meinem Fall Krieger 20.001. Und Publikum ist halt, wie es halt übertragen werden soll. Also öffentlich, privat, nicht gelistet. Jetzt zeige ich noch schnell die Headset-Einstellungen bzw. die Einstellungen für das Mikrofon. Einfach mal gucken, wie ihr es haben möchtet. Immer ein Push-to-Talk, Einstellungen, teilt ihr die Tonspur. Bei Nvidia ist es momentan das Problem, dass es manchmal extrem rumbuggt, ärgert halt. Mein Problem war gestern halt zum Beispiel gewesen, wo ich mal ein bisschen zocken wollte, da ich halt keinen Punkt mehr setzen konnte. In manchen Fällen hilft es einfach mal, verbinden, die Verbindung abmelden, anmelden. Oder wenn alles nicht mehr hilft, einfach mal hier oben auf Treiber gehen und Treiber einfach mal neu installieren. Also es hat bei mir vorhin geholfen, definitiv. Ich konnte wieder alles machen, das System geht wieder ordentlich. Ja, wenn ihr Fragen habt oder Probleme habt, einfach mich anschreiben oder in die Kommentare schreiben. Ich stehe euch da gerne zur Verfügung. Und ja, wünsche euch einen schönen Tag, ne? Haut rein, ciao.